Wie gesagt, mein Name ist Daniel Kunzke und ich darf heute Kater in der Administration Erfahrung in der IT hier präsentieren. Ich sehe, sind noch alle da, obwohl das ein IT-Thema ist, das ist schon mal gut. Hier steht drauf, wer ich überhaupt bin. Ich bin 40 Jahre alt, bin seit 2010 bei der Firma Europipe in Mülheim tätig und bin seit 2015 der Senior Manager IT dort. Während ich habe verstanden, dann bin ich jetzt noch einer von den Jüngeren hier. Wunderbar, astrein. Hätten wir das auch geklärt. 2014 habe ich hier beim CETPM-Institut die Kata-Ausbildung absolviert und bin auch Mitglied in so einer Arbeitsgemeinschaft deutschlandweit, die sich um Kata-Themen kümmert. Und da vorne sitzen zwei Kollegen, der Norbert und der Markus, die mich hier wahrscheinlich auch ein bisschen supporten an der Stelle. Gut, das als Einführung. Dann noch der kurze Werbeblock, die Firma Europipe an sich. Wir haben zwei Mütter an der Stelle, die Salzgitter AG und Dillinger Hüttenwerke AG. Und wir produzieren Großrohre aus Stahl und wir können bis zu 60 Zoll. Also wenn man mir 20 cm wegnimmt, dann kann ich da aufrecht durchlaufen. Wir können Wandstärken bis 4 cm verbiegen. Alles unter 2 cm ist bei uns Folie. rechts oben sieht man unsere beeindruckende Presse, die zweitstärkste Presse der Welt. 64.000 Tonnen. Wenn die zuschlägt, dann wackelt das ganze Gebäude. Hoffentlich schlägt sie öfters zu, dann heißt das, wir haben auch eine gute Produktion. Das zur Firma Europipe ganz kurz. Kurz zur IT, damit ich Sie alle etwas abholen kann an der Stelle. Wir bestehen aus 5 Abteilungen. Die klassische IT-Infrastruktur, SAP, machen wir auch ein bisschen. Wir haben aber auch eine Werks-IT. Das heißt, unsere IT geht wirklich runter bis ins Werk und steuert auch die Produktion. Wenn die IT nicht läuft, dann läuft da gar nichts mehr. Macht uns ein bisschen stolz an der Stelle. Und wir haben insgesamt einen IT-Prozess, wo ich auch der Process-Owner bin an der Stelle. Wir haben 25 interne Mitarbeiter und jede Menge User. IT könnte manchmal so schön sein ohne Anwender. Zwang zur Veränderung bei der Europipe-IT. Da sind so ein paar Bubbles, die auf uns Einfluss nehmen. Die IT und die in Gold sind, die haben uns besonders beschäftigt. Zum einen haben wir 20% Personal verloren. Und wir wollten die IT-Abteilung zusammenlegen. Das heißt, Veränderungsdruck war an der Stelle da. Und da gibt es so eine schöne Lösung, so ein Framework, das nennt sich ITIL. Das ist so ein Framework, wie man denn IT, nee, nicht wie, das ist noch falsch, sondern es ist ein Framework, was uns sagt, welche Prozesse gelten denn für die IT und folgt so ein bisschen dem Plan-Do-Run-Prinzip. Das sind eine ganze Reihe von Prozessen, die machen aber irgendwo alle Sinn. ITIL sagt uns aber nur, was wir tun sollen, sagt aber wenig über das Wie aus. Ja, da sind Prozesse drin wie Change Management, Incident Management etc. Wenn wir jetzt also IT-Prozesse einführen oder auch verbessern wollen, dann gibt es da so einen Grundsatz. Gute Führung erzeugt gute Mitarbeiter, die erzeugen gute Prozesse und das sorgt für gute Ergebnisse. Okay? Lassen wir mal so stehen. Das haben wir mal auf die Europipe IT adaptiert und denken uns an der Stelle, wenn wir eine gute IT-Führung haben, dann haben wir auch gute IT-Mitarbeiter, die sorgen für gute IT-Prozesse anhand dieses ITIL-Frameworks und dann hat der Geschäftsprozess ja auch einen Mehrwert von der IT. Ja, ganz klasse. Und in der Umsetzung sah das dann so aus, ich hatte mich mit ITIL beschäftigt und habe gesagt, so jetzt machen wir ITIL. Da haben alle Juhu gerufen, klasse, hat der Kunzke sich was Tolles ausgedacht, aber am Ende des Tages funktioniert das so nicht. Und da ich ja mal 2014 durch Katanien geritten bin, weil mich daran erinnert, Kata, ja, wir wollen ja Führungskräfte und Mitarbeiter entwickeln, setzen wir doch mal da oben an. Das Anwenden der Kata an der Stelle. Wir haben dann damit gestartet, haben uns die Prozesse angeguckt aus dem ITIL-Framework und haben uns mal die wichtigsten für uns rausgepickt. Und diese Mensch, ärgere dich nicht, Püppchen da an der Stelle, das sind bei uns die Coaches. Die haben wir auch namentlich benannt und das war ganz wichtig. So hatte jeder auch wirklich ein Verantwortungsbewusstsein an der Stelle. Und unten sieht man es, wir haben derzeit 10 Coaches, die sich um 10 Prozesse kümmern. Die Mathematiker unter uns zählen die Püppchen durch, das sind nur 9. Einer bin ich und ich kümmere mich noch um einen anderen Prozess. Die beiden Abteilungsleiter, ich und mein Abteilungsleiter, den ich noch habe, wir sind Coaches. Und ein IT-Mitarbeiter, der ist auch noch Coach an der Stelle. Das zum Setup. Springen wir mal in die Kata-Elemente mal kurz rein. Die Richtung verstehen. Ich habe mal die Frage gestellt, wie lautet eigentlich die Vision der Europipe? Und das ist ein Bild aus unserem Foyer. Links ist die Tür, rechts hängt so eine Tafel mit Vision, Mission und Company Targets. Und da laufen alle dran vorbei.
keiner guckt da drauf. Und die Antworten waren dann, ja, die Vision war mir gar nicht bekannt. Oder, ja, die ist viel zu abstrakt, er ist auf Englisch. Ist viel zu weit weg und ist ja eigentlich eher was für den Kunden an der Stelle. Ah, okay. Was bringt uns überhaupt so eine Vision? Wenn wir uns das, dieses Modell mal angucken, wenn die Unternehmensleitung noch ungefähr weiß, wo es lang geht, im besten Falle, dann ist bei der Leitungsebene vielleicht das eine oder andere Ziel dabei, was komplett konträr wirkt. Und was bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt, ist vielleicht dann auch noch mehr Kauderwelsch. Also, so eine Vision würde uns sicherlich helfen, dass die Kompassnadeln sich alle in diese Vision ausrichten an der Stelle. Gute Idee. Das haben wir in der IT dann auch erkannt und haben dann gesagt, okay, wir machen auch mal so eine IT-Vision. Dann haben wir so einen sperrigen Satz dahin gemeißelt, der steht dann da entsprechend, aber die Richtung ist klarer geworden an der Stelle. Wir haben es zumindest mal aufgeschrieben, das ist auch eine Richtlinie geworden an der Stelle. Kater sagt dann, okay, wir müssen uns jetzt noch eine Herausforderung basteln an der Stelle und jetzt, das haben wir auch noch in unserer Richtlinie verankert. Und die markanten Themen habe ich mir hier rot unterlegt. Wir wollen eine schlanke und transparente IT und wir wollen uns auch anhand des ITIL-Frameworks entsprechend ausrichten und da auch kontinuierlich verbessern. Und dann haben wir eine Herausforderung abgeleitet, die da heißt Lean IT mit 100% Transparenz und hoher Prozesseffizienz. Ich weiß, das geht viel besser, aber wir waren froh, überhaupt erstmal eine Herausforderung zu haben an der Stelle. Auch da, ne, die Richtung war uns dann klarer, sollte uns klarer sein. Und die Herausforderung haben wir auch entsprechend auf unseren Coaching-Blättern auch immer wieder aufgeschrieben. Hier sieht man es, das ist ein Original-Coaching-Blatt, ein T-Modell. Da oben steht die Herausforderung. So, Richtung klar, alle wissen Bescheid. Jetzt müssen wir mal gucken, wo stehen wir denn jetzt überhaupt? Ist-Zustand sehen und verstehen. Und da habe ich mal ein Praxisbeispiel mitgebracht. Das ist wirklich nur oberflächlich, keine Angst, das ist nicht zu sehr IT-Kauderwelsch. Da finden sich bestimmt alle mal wieder. Wenn Sie bei Ihrer Hotline dann einmal anrufen, dann wird Ihnen geholfen. Manchmal nicht direkt, sondern Sie kriegen Anruf von irgendeinem Spezialisten, der noch im Hintergrund ist. Und das ist auch bei uns so der Fall. Und wir haben mal analysiert, dass alle Anfragen, die reinkommen, der User Helpdesk zu 47% sofort helfen kann. Die im Second-Level-Support, die helfen zu 53%. Eigentlich haben die aber ganz andere Aufgaben. Die sollen Projekte machen, die sollen Software entwickeln, etc. So die Ist-Situation an der Stelle. Die Erstlösungsquote des User-Help-Tests 47%. Auch das haben wir in unserem T-Modell entsprechend eingetragen. Hier sieht man das, die Erstlösungsquote mit ihren 47%. So Best Practices, die wir noch erkannt haben in den ganzen Coaching-Zyklen, auch in der IT muss die Ist-Situation mit Zahlen, Daten, Fakten auch konkret erfasst und verstanden sein. Ganz wichtig. Und wir haben es auch zugelassen, dass man auch Strichlisten führt, einfache Kennzahlen mal verwendet. Das muss nicht irgendeine Riesenkennzahl sein, die mathematisch hoch belastbar ist, sondern wir haben gesagt, Aufzählungen, das reicht auch alles. Haben wir zugelassen. Sind wir auch gut mitgefahren. Ist-Zustand verstanden, jetzt wissen wir alle, wo wir stehen in diesem Prozess, jetzt brauchen wir einen Zielzustand dazu. Dann sind wir hingegangen und haben erstmal versucht zu verstehen, wir haben einen Prozess A links, der hat einen Input und einen Output. Und rechts ist ein Prozess, da sind deutlich weniger Schritte drin. Und wir mussten erstmal verstehen, was ist effektiv und was ist effizient. Wo ist jetzt hier effektiv, links oder rechts und wo ist effizient? Weiß das jemand? Effektiv ist rechts. Ja, genau. So würden wir das auch sehen. Links ist effektiv, wir kommen irgendwie immer zum Ziel, aber effizient ist das nicht. Das haben wir, mussten wir auch erstmal erkennen. Wir kommen immer zum Ziel, immer zu einer Lösung, aber das war nicht effizient. Und das wollen wir aber erreichen mit der kontinuierlichen Verbesserung mit der Kata-Methode. Okay, zurück zu unserem Praxisbeispiel. Wir brauchen ja jetzt einen Zielzustand. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass sämtliche Anfragen, die beim User Helpdesk reinkommen, 60% der User Helpdesk sofort lösen kann an der Stelle. Das heißt, der Second Level Support hat nur noch 40% Störungsbehebung. Also eine ganz klasse Sache. Die können sich dann um andere Sachen kümmern. Auch den Zielzustand haben wir entsprechend in unserem T-Modell eingetragen. Und das sieht dann entsprechend so aus. Best Practices hieraus ist, uns ist aufgefallen, dass wir Zielzustände manchmal formuliert haben, wie wir müssen besser werden, schneller werden. Das ist natürlich jetzt alles nicht smart. Und damit wir uns an das Smart erinnern, das kam ja heute auch schon öfters,
haben wir mal da oben so eine Art, wie haben wir es genannt, Checkfragen benutzt. Die kreuzt der Coachee an. Der fragt sich, ist der Zielzustand, den der Coachee mitgebracht hat, ist der spezifisch, ist der messbar? Das A steht bei uns für akzeptiert. Ist er realistisch und terminiert? Und ist er auch in Richtung der Herausforderung orientiert? Ist die Lösung unbekannt und ist der Zielzustand auch analog zum Ist-Zustand? Und wenn der überall dann da so ein Ja dran macht, dann ist das gut. Macht der Coach hier aber irgendwo mal ein Nein, dann passen wir auf und sagen, ist vielleicht nicht so der beste Zielzustand an der Stelle. Kommen wir zum PDCA. Wieder unser Praxisbeispiel an der Stelle. Ein nächster Schritt war zum Beispiel, dass wir die Anzahl der Einträge in unserer Wissensdatenbank erhöhen, die der User Helpdesk dann entsprechend benutzen kann. Und so haben wir es peu à peu geschafft, die Erstlösungsquote zu erhöhen. Und wir haben es dann in der Tat geschafft, dann auch auf 50% einmal zu kommen. Ein Zielzustand war ja bei 60%. So sieht dann ein entsprechendes PDCA-Blatt im Original aus. Sieht man wirklich, wie der Coachee hier ein Thema nach dem anderen bearbeitet hat und wie auch die Erstlösungsquote so langsam steigt. Das sieht man hier bei der erwarteten Wirkung 50-50 und die geht dann immer höher aufgrund seiner Maßnahmen an der Stelle. Auch beim PDCA haben wir für uns ein paar Best Practices erarbeitet. Am Anfang war das so, dass der Coachee gesagt hat, ja, ich habe das Hindernis, ich habe keine Zeit. Er hat noch nicht angefangen. Das haben wir erstmal zugelassen als Hindernis, aber dann führt so ein Dialog ins Ad Absurdum. Da haben wir gesagt, okay, das lassen wir nicht mehr zu. Wenn der Coach das sagt, dann passt der Coach auf und sorgt dafür, dass wir ein Hindernis auch auswählen, was wirklich auch mit dem Zielzustand, mit dem Prozess auch zu tun hat. Beim nächsten Schritt achten wir jetzt auch darauf, ganz konkret und präzise zu sein. Das macht auch den PDCA-Zyklus einfach. Genauso bei der erwarteten Wirkung. Da steht dann nicht mehr drin, wir wollen schneller werden, besser werden, sondern wir nehmen Bezug auf irgendwelche Kennzahlen. Das können auch Strichlisten sein, wie gesagt. Aber konkret und messbar. Auch bei dem Termin, da hat man auch manchmal, ja, wir treffen uns in KW3 oder wir treffen uns nach dem Mittagessen. Da achten wir auch wirklich drauf, dass da Datum und Uhrzeit drin steht. Klingt banal, aber hilft. Beim Ist-Zustand auch anhand von Zahlen, Daten, Fakten darstellen und GoGemba kann man auch in der IT mal machen. Bei was man daraus gelernt hat, da hatten wir auch Coaches, die daraus eine Wissenschaft gemacht haben. Und da zählen auch manchmal die einfachen Dinge. Wenn irgendeiner was aus seinem letzten Schritt nur einigermaßen gelernt hat, dann darf er das sicherlich auch reinschreiben. Das muss nicht irgendeine Riesenwissenschaft sein. Das Einsatzgebiet nun, wie passt das alles zusammen in der IT-Landschaft entsprechend? Wenn wir uns den oberen Block hier mal anschauen, das sind die IT-Anwendungsentwickler, die Programmierer, und die haben 2016, links oben sieht man es, unheimlich viel Zeit aufgebracht, Störungen zu beheben und kamen kaum zu Projekten. Und was wir gesagt haben, wenn die Anwendungsentwickler ihr Wissen doch in die Wissensdatenbank eintragen, dann kann doch der User Helpdesk sich daraus bedienen und kann doch den Anwender viel schneller helfen. Dann haben wir doch eine Win-Win-Situation an der Stelle. Und genauso haben wir unsere Ziele auch entsprechend definiert. Die Entwickler sollen mehr Projektgeschäft machen und der User Helpdesk soll die Erstlösungsquote nach oben treiben. Und dann wirken auch entsprechend dort unsere Katas in den entsprechenden Prozessen. So haben wir es verankert. Und so sieht unser Board aus auf dem Flur der IT-Abteilung. Hier sieht man die entsprechenden Prozesse mit den Coaches. Das sind dann hier entsprechend die Coaching-Blätter. Und die wirken alle in Richtung dieser Herausforderung. Welche Hindernisse und Strategien haben wir bei der Einführung entwickelt? Zum einen, uns ist aufgefallen, das ist nicht nur in der Administration so, sondern auch in der Produktion. Es gibt Konflikte mit anderen Methoden wie Scrum oder Projektmanagement, QVP oder auch PLP. Die Coaches, wenn die besser sind als der Coach, dann entwickelt sich auch ein ganz lustiger Dialog. Haben wir auch gemerkt. Und der Coachee sagt manchmal, die Methode bringt mich gar nicht so richtig weiter. Ne? Damit haben wir uns auch beschäftigt. Bei der Einführung der Kata-Methode ist uns eins mal aufgefallen. Wenn sich der Coach links unten stark inhaltlich beteiligt in dem Coaching-Dialog, dann sind die methodischen Fortschritte langsam. Also die Kata-Methode kommen die nicht so richtig rein.
Aber der fachliche Fortschritt ist dann sehr hoch. Der Coach, der weiß alles besser, der hat dann tolle Ideen. Auf der anderen Seite, wenn der Coach wirklich nur coacht, dann haben wir schnelle methodische Fortschritte, kommen aber fachlich nicht so richtig weiter. Und wir mussten uns entscheiden, was wollen wir denn jetzt überhaupt? Wollen wir fachlich besser werden oder erstmal methodisch? Und wir haben am Anfang gesagt, wir wollen das haben. Coach lässt die Finger aus den fachlichen Themen. Jetzt haben wir den Salat, den Methodensalat. Scrum und Kata, da haben wir mal hier eine Hypothese mal aufgestellt. Wir sagen bei uns in der IT, wenn wir ein Projekt haben, wo es um das Entwickeln und Neuerschaffen geht, dann machen wir Scrum. Aber wenn wir von einem Prozess sprechen, den wir verbessern wollen, dann machen wir das mit Kata. Und so können diese beiden Methoden sehr gut nebeneinander existieren. Und wenn wir jetzt Kata und PLP uns mal angucken, Problemlösungsprozess, dann der Uwe kann das bestätigen, in der Kata Arbeitsgemeinschaft bei ABB in der Schweiz haben wir mal folgende Theorie aufgestellt. Wenn ein Prozess stabil läuft und es tritt dann eine Störung ein, dann fallen wir entsprechend ab. Und da hilft uns PLP wieder auf das vorherige Niveau zu kommen. Kata setzt da oben an. Wir wollen ja eigentlich noch besser werden. Und so haben wir da auch eine Lösung gefunden, wie beide Methoden schön koexistent nebeneinander leben können. Was wir auch noch gelernt haben, wann sollten wir Kata benutzen? Dieses Bild haben wir vorhin, auch schon mal gesehen. Wenn der Coachee sich hier in der Komfortzone befindet, dann macht das an dieser Stelle keinen Sinn, Kata anzuwenden. Das ist dann wie so eine Theateraufführung. Da fragt man, was hast du gelernt? Ja, das habe ich gelernt. War mir doch klar, dass das eintritt. Wir haben daraus gelernt, dass wir Kata einsetzen sollten, wenn wir da an der Schwelle sind in Richtung der Lernzone. Was sind jetzt unsere Top-Erkenntnisse aus Sicht der Europipe? Kata stark in der Verbesserung von bestehenden Prozessen. Wenn wir Prozesse neu machen müssen, dann spielt da oder ist Kata vielleicht nicht das Beste. Die Herausforderung ist ungleich des Zielzustandes und ungleich des nächsten Schrittes. Ja, unsere Coaches dachten, nächster Schritt, das ist ja der Zielzustand. Also ich muss mit einem Schritt, muss ich jetzt den Zielzustand erreichen? Nein. Andere Coaches dachten auch, mit meinem Zielzustand muss ich sofort die Herausforderung wahr werden lassen. Wie soll ich das denn schaffen? Auch das ist nicht richtig. Das mussten wir auch erst nochmal lernen und auch kommunizieren. Zielzustand muss smart sein. Haben wir heute jede Menge von gehört. PDCA klassischerweise kurzzyklisch halten. In der Administration ist das sicherlich eine Herausforderung. Da haben wir nicht so viele kurzzyklische Themen auch immer. Kata ist auch kein Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern. Die dachten dann auch, jetzt kommt der Coach da mit seinem Blatt wieder an, der will mir doch nur auf den Finger gucken. Das mussten wir auch erstmal den Leuten vermitteln. Nein, wir wollen sicherlich euer Wissen haben, aber wir wollen auch ein strukturiertes Vorgehen haben. Und das schreibt ihr doch bitte auch mal auf. Wenn wir nochmal die Wahl hätten, die IT bei der Europipe, da war so eine kleine Enklave, wir fangen da an mit Kata. Jetzt wollen wir es ausrollen aufs Werk und ich glaube, dass das ein guter Ansatz wäre, wenn man Top-Down da mal wählen würde. Die Führungskräfte, wenn die Geschäftsführung dahinter steht, dann ist es an einigen Stellen sicherlich leichter, denn wir sprechen am Ende vom Führungskulturwechsel, den wir auch deutlich unterschätzt haben, sage ich mal. Kata sollte jeder mal als Coach erleben. 2014 habe ich mich ausbilden lassen, 2015 habe ich das in meine Mannschaft gebracht, ich war nie Coachy. In diesem Jahr im Sommer war ich zum ersten Mal Coachy und da musste ich mich aber einmal hinsetzen, habe mich einmal im Kreis gedreht. Das ist schon eine ganz andere Herausforderung, wenn da jemand ist, der einen Fragen stellt. Und ich bin immer im Delivery-Modus. Ich muss liefern, liefern, liefern. Hilft mal, auch mal Coachy zu sein. Sorry, Mike, Rudel-Coachings funktionieren bei uns. Tut mir leid. Ja? Massen-Coachings, wie auch immer. Wir haben jede Menge IT-Spezialisten und wir treffen oder haben uns mal auf einen Gang getroffen und wir haben dann Coaching durchgeführt mit dem Zielzustand. Und ich brauche jeden von den 10 Spezialisten. Nicht gleichzeitig, aber alle kennen den Zielzustand. Und der Coachee, der Spezialist, der einen Beitrag leisten kann, der trägt auch seinen Beitrag dann dazu bei. Also bei uns hat es funktioniert, wir haben den Zielzustand auch erreicht. Auch mit mehreren Coachees. Und Kata ist eine Kulturveränderung. Und das ist so der letzte Slide. Ein interaktiver Slide. Wenn wir die Kulturveränderung wirklich wollen, und da haben die Kollegen Vögen und Kaczmarek was ganz Interessantes mal gesagt, die Haltung prägt unsere Handlungen. Handlungen führen zu Erfahrungen und wir lernen aus wiederholten Erfahrungen. Wenn ich jetzt die Kulturveränderung haben möchte, wo muss ich ansetzen? Bei der Haltung, bei der Handlung oder bei den Erfahrungen?
Wo? Bei? Bei der Haltung, ja. Andere Meinungen? Ja, genau. Bei der Handlung. Wir müssen ins Handeln kommen. Und die Charta hilft uns wirklich dabei, ins Handeln zu kommen und nicht nur zu reden. Und das haben wir gelernt. Und deswegen bin ich persönlich auch absolut überzeugt von der Charta-Methode. Und wir werden das auch weiter fortführen bei uns an der Stelle. Gut, dann wären wir beim Abschluss. Sehr schön. Herr Kunzke, vielen Dank. Sehr schön, sehr interessant.